Er war ein junger Filmemacher, der eigentlich nur seine Geschichten erzählen wollte. Doch für die Professoren war er zu kommerziell. Für die Produzenten zu wenig Mainstream. Also machte er das, was er auch schon vorher die ganze Zeit gemacht hat. Er schaute sich einfach einen Film nach dem anderen an, bis... bis er eine junge Schauspielerin traf und ihr vorgaukelte, dass er noch die ganz großen Filme drehen wird. Und sie glaubte ihm. Hi, ich bin George. Wie heißt du? Melinda. Du bist Schauspielerin? Ey, ich dreh Filme. Wow. Hey. Dein Chef hat mir gerade von dir erzählt. Du warst an der Filmhochschule, stimmt's? Hast Preise gewonnen. Wow. Ich habe ein Angebot für dich, das dir gefallen wird. Du darfst Geschichten erzählen. Viele Geschichten. Kennen wir uns nicht irgendwo her? Erzähl ich noch mal, was ich hören will. Wir kriegen das noch hin. Es ist ja alles ganz einfach. Ich bin ein Makler, der neue Büros an den Mann und an die Frau bringen will. Dabei gehen wir über die Baustelle und finden überall Baumängel. Dann holen wir den Baustellenleiter dazu und finden heraus, dass Kunde Nummer 2 völlig pleite ist. Und dann flirte ich noch die ganze Zeit mit Kunde Nummer 3 und am Ende bin ich... Ja, aber jetzt müssen wir hier noch schnell alle O-Töne mit Ihnen aufnehmen, die Sie zwischendurch sagen. Das muss echt und real wiedergegeben werden. Ach, dann fangen wir doch mit... Fangen wir doch mit dem hier an. Hier. Also was die abgezogen hat, das geht ja auf keine Kuhhaut. Wie die mich angemacht hat, nur um irgendwas rauszuholen. Sowas macht man bei einer kleinen, publiken Wohnungsbesichtigung. Ich vermiete hier hochwertige Büros in bester Hafen-City-Lage. Bestechen wollte die mich. Kaffee trinken gehen, so ein alter Hut. Ich glaube, ich mache das nicht mehr lange mit. Ich denke, ich wandere aus und vermittle nur noch Büros in Monte Carlo an Leute, die wirklich Geld haben. Okay? Ja, aber da kommt noch... Aber ich glaube, ich gehe dann doch noch mit ihr den Kaffee trinken. Nee, das würde ich weglassen. Eher die Geschichte mit dem neuen Sportwagen, den ich mir gekauft habe, ohne meiner Frau was davon zu sagen. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Makler im Fernsehen. Nein, ich meine, was machen Sie wirklich, wenn Sie nicht der Makler sind? Ich bin Koch, wieso? Weil ich Sie irgendwie kenne. Aber nicht aus dem Fernsehen. Kann es sein, dass Sie aus Finkenwerder kommen? Ja, ich habe da immer noch ein Haus, weil ich meine Elternhaus. Bin ich da aufgewachsen. Also, ich habe mir das jetzt echt lang genug angesehen. Das wird ja wohl nichts mehr heute, oder? Wieso? Ich habe das doch gleich. Wir gehen nur noch mal den Text durch und dann können wir gleich drehen. Nein, George. Ich werde jetzt das Kamerateam anrufen und denen sagen, dass sie nicht mehr zurückkommen müssen. Die hat nämlich jetzt echt lang genug Kaffeepause. Das ist eben alles nicht so einfach. Der Makler muss doch authentisch sein. Ja, aber wir hatten ein Pensum. Ja, 30 Sendeminuten in 2 Tagen. Das ist doch sowieso nicht zu schaffen. Guck mal, Anja. Lass es, George. Es ist vorbei. Wir nehmen ab morgen einen anderen Realisator und drehen das nächste Woche alles nochmal. Das ist doch gar nicht notwendig. Haben Sie nächste Woche nochmal Zeit, Herr Thiele? Na klar. Ich habe nie gedacht, dass so ein Schwachsinn so anstrengend ist. Schwachsinn? Also, ich sehe das mal ganz gern. Du guckst dir deine eigenen Formate an? George, ich fahre jetzt in die Stadt zurück. Kommst du mit? Wieso? Ich hab das doch gleich. Moment mal, können Sie mich mitnehmen? Ich habe meine Sachen im Büro. Ja, klar, natürlich. Anja, Herr Thiele, könnte ich noch 5 Minuten haben? Ich würde da ganz gerne noch was ausprobieren. Ich brauche auch kein Kamerateam, nur unseren Herrn Thiele hier. Ein ganz kurzes Interview, ja? Was soll das denn jetzt schon wieder? George. Ich mag dich wirklich sehr, sehr gerne und wollte dir eine Chance geben. Rate doch mal, wer Gorweiler zu dir ins Trickstudio geschickt hat. Also, in 5 Minuten fahre ich los. Mehr brauche ich nicht. Herr Thiele, ich habe mal von Ihnen gelesen. Ihr Vater war der letzte Elbfischer von Finkenwerder, richtig? Können Sie mir was über diesen ausgestorbenen Beruf erzählen? Sie sind doch als Kind immer mit ihm gefahren, oder?
Die hängen aber ganz schön, ne? Entschuldigung. Ja. Aber waren Sie in der Straßenszene? Nee. Ich war das Handdubeln, als sie die Zeitung hochhielt. Ah, sie hat aber auch hässliche Hände. Also gut, dass Sie da auf Sie zugekommen sind. Aber eine großartige Schauspielerin. Ja? Also grandios, möchte ich fast sagen. In der Szene bin ich ja bis auf 3 Meter an sie rangekommen. Und da habe ich quasi schon gespürt, ja? Habe ich gespürt, wie sie spielt. Und sie spielt wirklich, wirklich toll. Also ich mag sie, weil sie so menschlich dabei geblieben ist. Tja, und das trotz des großen Erfolges. Mhm. Als Edelkomparse, da darf man schon nah ran an die Stars. Das ist schon ein echtes Privileg. Zum Beispiel Tom Cruise habe ich mal angerempelt. Also eigentlich hat er mich angerempelt in Berlin, Babelsberg. Und er hat dann gleich Arschloch, also Asshole gesagt. Und aber echt feiner Kerl, toller Schauspieler. Ich meine Hollywood, ne? Mhm. Erste Liga, besser geht's gar nicht. Sind Sie auch Edelkomparsin? Haben Sie noch einen Satz? Nee, heute nicht. Ich soll nachher nochmal durchs Bild gehen. Ah, das ist schade. Das ist schade, wenn man nichts zu sagen hat. Mili, hier steckst du. Hey, das ist ein Akt. Schön, dass du da bist. Guten Tag, ich bin die Schwester von Belinda. Hallo. Hallo. Ja, und wie schaut's aus, Kamera? Nee, wir hängen ganz schön. Die brauchen mich noch zweimal. Mili, das hast du vor 2 Stunden schon gesagt. Ja, sonst fahr doch schon vor. Ich meine, ich komm schon irgendwie zurück. Das kommt gar nicht in Frage. Okay, was hast du noch zu tun? Also welche Rolle hast du denn? Ich bin die 22. von hinten links. Ach so. Ich mache heute nur Extras. Ach so, Extras, ja. Was sind denn Extras? Komparse, Statist, Bildfüller. Ja. Oh mein Gott, aber du bist doch... Mili, warum tust du dir sowas an? Um Geld zu verdienen. Das brauchst du doch gar nicht. Pass auf. Ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich, ja? Die haben mich noch nicht mal abgerechnet. Bitte, ich verspreche dir, dass da, wo ich dich hinbringe, da verdienst du viel mehr, da kriegst du einen besseren Job und... Na, ich würde das aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist, also das geht, wenn sich das rumspricht in der Branche, das ist ja, da ist ein guter Ruf, ist da schnell hin. Das würde ich auf keinen Fall riskieren. Gerade wenn Sie mal als Schauspielerin wirklich arbeiten wollen und nicht nur Komparsin bleiben wollen, da wäre ich aber ganz vorsichtig. Ich habe Sie gewarnt. Du lenkst den Koffer mit? Ja? Hm. Okay. Ich gehe mal auf die Toilette. Frage. Hast du das gesehen? Na,